Die Eule und der Löwe. Ein Löwe hatte einen Revierkampf gegen einen Rivalen verloren und sein Hab und Gut zurückgelassen. Erzürnt lief er in einen Wald und zerschlug Baum und Strauch. Da sprach eine Eule. Was seid ihr so erzürnt, dass ihr diesen schönen Wald zerstört? Ein Rivale schlug mich im Revierkampf. Doch was versteht ihr schon davon? Ihr seid nur eine dumme Eule. Hört ihr mir überhaupt zu? Ich rede hier die ganze Zeit. Hallo? Hört gefälligst auf, mich zu unterbrechen. Ich bin der mächtige Löwe. Lasst mich euch helfen. Am nächsten Morgen ging der Löwe in die Nähe eines Wasserlochs, in dem hunderte Krokodile hausten. Der Rivale, der das Territorium nicht kannte, wusste nichts von der Gefahr, sprang sogleich mit den Worten »Geht aus meinem Revier!« auf den Löwen zu. Die Eule wusste, dass er das tun würde und hatte ihm schon vorher geraten, ihn in das Wasserloch springen zu lassen. Und die Krokodile zerfleischten ihn. Man soll sich nicht aufgrund seiner Stärke über andere stellen. Das könnte nämlich böse auf einen zurück. Man sollte andere respektieren und schätzen.